die Begegnung reinzufahren. Genau. Sketty versus B-Bay Campo. Inkling gegen Snake. Coole Begegnung. Also es ist wirklich ein cooles Matchup. Auf beiden Seiten. Und ja, Sketty, einer der besten Snakes hier aus Norddeutschland. Mhm. Wir haben hier noch Nines. Der ist auch sehr, sehr gut. Stimmt, den haben wir letztes Mal gesehen. Genau. Nines, a.k.a. Roxas. Damals Brawl-Name noch. Sketty, Bronco. Und wie gesagt, also ich bin mal gespannt, was für ein Tempo Bel Campo an den Tag legt, weil er, wie gesagt, letztens in Amerika war und ein bisschen XP gesammelt hat. Mhm. Man sieht, hier kannst schon einen kleinen Lead rausarbeiten. Ja, auf jeden und Fall. Und wischt den Boden. Genau. Er wischt gerade so ein bisschen den Boden mit ihm. Ja. Oh ja, schön gebaitet. Schön den Air-Dodge rausgebaitet. Hohe Recovery jetzt von Sketty. Oh. Oh, aber in die Bombe rein. Direkt in die Bombe. Kommt er nochmal hoch. Oh, der ist angemalt, der Junge. Warum ist er angemalt? Genau, also das ist so der Zeiteffekt von Inkling. Er hat 180%. Eigentlich muss er ihn jetzt hier einfach nur kill-confirmen. Also Snake, tatsächlich einer der schwersten Charaktere im Spiel. Ja. Und man merkt's. Der hat eine hohe Survivability. Außer man setzt ihn offstage Schachmatt mit starken Attacken. Das geht auf jeden Fall. Ja, er hat halt Moves, wie du siehst, die einen so anmalen. Mhm. Sein Jab zum Beispiel. Und je angemalter die Charaktere sind, die Gegner, dann macht er mehr Schaden. Ja. Und wenn da was auf dem Boden ist, also wenn der Boden angemalt ist, dann werden die auch langsamer dadurch. Ah, es ist ein Slowfeld, ja. Okay. Genau, also dafür muss er das auch manchmal aufladen. Jetzt gerade, der hat ja so eine Leiste da unten. Ja. Und daran sieht man das. Okay, er kriegt die mit der C4 hier. Ja. Snake, ein Charakter, der, naja, also ich weiß nicht, ob du Metal Gear gespielt hast, aber er hat seine Projektile, ne? Seine Granaten und sein C4, das er irgendwo planten kann. Und man muss irgendwie alles im Auge behalten. Und das ist so die Schwierigkeit bei Snake. Du musst den Charakter kennen, ansonsten musst du sehr gut auf Sachen reagieren können und memorizen, wo alles liegt. Ja. Schon aber 172%. Ich wollte gerade sagen, wirklich viele Prozente, die Bel Campo hier auszahlen kann auf Bronco. Mhm. Und es ist zwar even in Stocks jetzt wieder, aber muss eigentlich jetzt relativ zeitnah für einen Kill-Confirm schauen, damit er eben wieder in Führung gehen kann. Oh okay. Fehler von Bel Campo. Ist jetzt hier gerade an. Boah, schwierig. Oh. Okay, okay. Aber kriegt den Confirm. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sketty das so machen wollte. Hätte sich umgedreht, wäre besser gewesen, aber jetzt hier gerade wieder mit der Stock-Lead für Bel Campo. Und wir spielen jetzt erstmal ein bisschen defensiver anscheinend. Ja. Beide können, glaube ich, auch relativ gut auf Range arbeiten. Genau, also Snake ist halt so einer, der will auf Range arbeiten möglichst. Hat man gemerkt, dass er dann einfach, wenn er so viel, weißt du, wenn er im Stock hinten liegt, dann möchte er auch nicht traden. Snake ist ein Charakter, der super traden kann. Sobald er Stock Lead hat, er legt ihn hin, versucht ihn zu readen. Ja. Ja. Oh, ist das eine Lenkrakete? Ja, ja. Genau, die Nikita. Die gute alte Nikita. Kann manche Chars werden allein durch die Nikita besiegt. Ja. Weil es halt Recoveries zerstört. Ich wollte gerade sagen, da kannst du Recoveries echt schwer mitmachen. Erwischt. Oh. Er ist unter der Plattform. Ja, und er ist tot. Okay. Ja. Schön. Zu Ende. Genau, also er hat ihn da nochmal unter die Stage gekickt. Ja. Und das hat aber Sketty getaggt und danach hat er ihn nochmal mit einem Angriff erwischt. Ja. Der ihn dann im Endeffekt gekillt hat. Also auf jeden Fall sehr clean von Bel Campo. Man merkt, er hat auf jeden Fall Sachen dazugelernt. Ja. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, jetzt hat Verlierer Stage-Wahl in der zweiten Runde. Ja, genau. Am Anfang ist es, wie gesagt, immer Xing Shang Chong und dann Striken. Ja, genau. Und danach ist es so, dass du, ich glaube, in dem Ruleset 3 Stages bannen kannst. Mhm. Und der verloren hat, darf dann picken aus den 6 verbleibenden Stages. Oh, jetzt haben wir ja richtig Hype-Musik hier. Ja, ja. Das ist Tekken bestimmt, oder? Es ist Tekken, ja. Ja, also das ist einer der letzten neuen Charaktere. Ist halt Kazuya von Tekken. Ja. Und ja, also die Musik, die sie reingebracht haben, ist halt so geil. Oh, wir sehen jetzt Marth. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Also der Marth kann super clean sein, der Marth kann nicht so clean sein. Es hängt ganz davon ab, wie er drauf ist und was der Marth-Gott so, der Tipper-Gott so denkt. Oh, und da ist ein Tipper. Schon mal guter Damage hier gerade. Das klappt sehr viel besser als mit Snake. Ja. Snake vielleicht ein bisschen zu schwerfällig auch für Inkling. Marth kann da ein bisschen mehr mithalten. Aber auch er sollte ein bisschen Probleme haben in der Luft. Also er wird gejuggelt. Aber gerade macht er das sehr clean. Ihn sehr schön jetzt an der Kante. Wenn er jetzt hier ein bisschen Edge-Control spielen kann,
Wäre sehr, ja, sehr gut. Okay. Was wird hier zurückgetradet? Ja. 117%. Marth ist ein Charakter, der sehr, sehr früh killen kann mit seinen Tippern. Also, ja, weil er praktisch mit der Spitze von seinem Schwert trifft. Aber, ja, wenn er den nicht bekommt, dann wird es schwierig für ihn zu killen. Dann ist er wirklich sehr unwirksam. Mhm. Boah, ich muss aufpassen mit der Bombe hier. Aber wir sind an der Kante. Und das ist, oh, ein Tipper, ja. Das war ein schöner Killconfirm. Genau, muss ich sagen. Und wie gesagt, also von der Mitte der Stage halt auch gekillt. Ja, der ist wirklich stark. Und das stimmt. Genau, das ist so der Killconfirm von Inkling. Up for up air. Wie schwer ist denn Marv? Ich würde mal vermuten, ungefähr ähnlich schwer wie Inkling. Ich würde auch sagen, ja. Also beide nicht schwer, auf, ja, jeden Fall. Also da ist so die gefährliche Range, so dann so 150%, ist das schon. Kommt auch drauf an, welcher Charakter. Jetzt bei Marth ist es halt abhängig davon, ob er den Tipper kriegt oder, ja, nicht. Aber dann so auch bei 110, 20 schon, ja, würde ich sagen. Kommt auch drauf an, wo sie auf der Stage sind. Ja. Aber am Rand kann das schon bei 100 losgehen, bei Marth. Und, oh, der hat jetzt 193% gesammelt. Ist zwar ein Stock vorne, genau, aber sollte noch was austeilen jetzt. Was man dazu sagen muss, es gibt Rage. Das heißt, ab 50% bis 150% kriegen die Charaktere mehr Knockback. Ja. Also bei 150% ist Cap. Das heißt, er macht jetzt schon maximal Knockback gerade. Ja. Das kann schlecht sein für Kombos. Also deine Kombos sind dadurch schlechter. Aber es kann auch gut sein, um früh zu killen. Halt einfach, um zwei Stocks praktisch Lead zu haben auf einmal. Ja. Das hätte eben gerade passieren können, hätte er einen fieser Tipper bekommen. Aber Beckham hat das gut gemacht. Und jetzt... Wischt den Boden wieder mit ihm. Aus. Ja. Es ist praktisch even. Ja. Macht auch Max Damage, weil er so viel Farbe auf ihm drauf hat. Oh, er kommt da einfach mit dem Shieldbreaker hoch. Oh, schöne Kombo. Ja. Das war wirklich eine sehr schöne Kombo. Genau, das ist so eine Standard-Kombo praktisch, die, ja, der Charakter vorgibt. Side, ja, B. Aber er hat auch verschiedene Variationen davon. Man hat zwei bisher davon gesehen. Die eine ist für den Damage, die andere ist... Oh, das ist ein früher Kill-Confirm. Zum Killen, genau. Und wenn man die richtig macht, dann trifft man die mit Tipper und die kann sehr, sehr früh killen. Aber Campo spielt jetzt hier an der Kante, aber hat halt 70 in seinem letzten Stock schon. Jetzt muss Skeddy aufpassen. Oh, okay. Kriegt ihn mit dem Spike. Okay, bei Campo jetzt hier gerade in einer guten Position. Aber da ist der Tipper. Wirklich früher Kill. Oh, hat noch nicht gekillt. Aber jetzt in der Air. Mal gucken, ob man den jetzt an der Kante halten kann. Genau, Marth eigentlich auch ein Charakter, der durchaus Edgeguarden kann. Ja. Das heißt, da müsste man sieht das hier sehr schön. Entspannter an der Stage sein, genau damit, also mit der Nair, mit der, ja, Falling Nair, die ist sehr gut an der Edge. Hat nicht so viel Endlag, das heißt, du kannst danach was machen. Oh. 150% jetzt gerade auf Belcampo. Kann, ja, Skeddy hier nochmal rankommen? Macht er den Ausgleich oder war es das vielleicht schon? Oh! Oh, 165%. Und das war's. Damn. Ah! Schade, knapp. Ja, ja. Hinten, ja, raus wirklich sehr, sehr knapp. Also hier 2-0 für Belcampo. Ja. Ich muss einmal ganz kurz gucken. Das ist Winners Round 2, ne? Das war es also. Ja. Das war tatsächlich Winners Round 2. Ja, hat er auf jeden Fall sehr geschickt gemacht. Er hat ihn da ein bisschen schachmatt gesetzt und Skeddy ist da ein bisschen gepanickt.